Sawadika und herzlich willkommen zu einem weiteren Thailand Special. Wir begrüßen euch heute direkt von der wunderschönen Insel Koh Kradan und genießen die weißen Strände, das vorgelagerte Riff und die leckere Küche. Heute gibt es zwei tolle Thai-Gerichte direkt aus der heißen Pfanne. Also seid gespannt und kommt doch einfach mit. Koh Kradan ist eine Insel in der Provinz Trang und sie gehört zu den absoluten Trauminseln im Süden von Thailand. Die Insel erreicht man nur mit dem Boot. Die Anreise ist richtig schön. Wir verlinken euch den Ort, an dem wir losgefahren sind, in der Videobeschreibung. Auf Koh Kradan gibt es keine Straßen und somit auch keine Autos. Die traumhaften Strände und die Unterwasserwelt sind wirklich paradiesisch. Hat eine faszinierende Farbe. Es gibt einige Hotels und Restaurants und es empfiehlt sich auf jeden Fall mal eine Nacht hier zu bleiben, denn so erlebt man den wunderschönen Sonnenaufgang. Wir haben hier abends richtig schön gegessen und es hat so schön gebrutzelt und gezischt und lecker geschmeckt, dass wir das Nam Tok Gung mal direkt zu Hause nachkochen. Also los geht's! Nam Tok Gung bedeutet übersetzt thailändische Wasserfallgarnelen, da die Garnelen in Fett frittiert oder gebraten werden und es wie ein Wasserfall tropft. Es ist ein süß-saurer und scharfer Garnelensalat, der mit einer leckeren Soße aus Limettensaft, Chili, Schalotten, Kokosblütenzucker, Knoblauch und Fischsoße gewürzt wird. Die genauen Mengenangaben nach dem Tasty Food Style findet ihr wie immer am Ende des Videos auf unserer Tafel und in unserer Videobeschreibung. Das Wetter ist heute richtig schön sonnig, fast wie in Thailand. Nur nicht ganz so warm, aber perfekt zum Kochen. Für unser leckeres Gericht starten wir mit den Garnelen. Die legen wir jetzt in Öl und Chili ein. Wir nutzen Tiger Prawns. Die haben wir schon geschält, haben aber das Endstück dran gelassen, sodass sie etwas stabiler sind und auch schöner aussehen. Die werden jetzt in Öl mariniert. Wir nutzen Rapsöl und mit Chiliflocken. Das Ganze dann für 15 Minuten ziehen lassen. Während die Garnelen schön durchziehen, kann unser Öl zum Frittieren schon mal heiß werden und wir bereiten die Soße vor. In unsere leckere Soße kommt Fischsoße, Kokosblütenzucker, eine rote Chilischote, Knoblauch und Schalotten. Das Ganze wird gut verrührt und zieht ebenfalls ein paar Minuten durch. Unser Öl ist heiß, auf geht's zum Wok. Die Garnelen werden jetzt für 3 bis 4 Minuten frittiert.
Die Garnelen haben eine richtig schöne Farbe bekommen. Wir geben sie jetzt in eine gusseiserne Pfanne. Die haben wir ebenfalls heiß gemacht. Es zischt und brutzelt, genau so soll es sein. Jetzt geben wir noch frische Minze und Koriander darüber, Frühlingszwiebeln, die zerstoßenen Cashewkerne. Und selbstverständlich unsere leckere Soße. Sieht total lecker aus und duftet herrlich. Muss unbedingt probiert werden. Schmeckt richtig lecker und würzig. Und die Garnelen sind richtig schön saftig geblieben. Ich hoffe, unsere kulinarische Reise hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch gut schmecken und abonniert doch unbedingt unseren Kanal, damit ihr auch bei der nächsten Reise mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.